Genau so sieht es aus. Peace und Hallöchen. Wir starten am Rosenmontag in eine schöne neue Woche. Hallo Hessen. Ja, und die steht natürlich voll im Zeichen der Fasenacht, denn das hier sind heute unsere Themen. Ketel Feierdach ist bei uns. Dahinter steckt Jutta Hinterberger, eine feste Größe in der Fastnacht. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Ketel Feiertag. Schön, dass Sie da sind. Und eigentlich müssen wir sofort sagen, hello. 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 Ja, schön. Ich habe es ja eben schon gesagt, Sie sind so eine feste Größe. Und außerdem ja auch bei uns heute Abend im HR Fernsehen zu sehen. Da gibt es nämlich das Lustigste aus der hessischen Fastnacht 2015. Ah ja. Da sieht man Sie natürlich auch auf der Bühne. Aber jetzt bin ich erstmal happy, dass Sie hier sind. Bevor wir so richtig in Fasenachtsstimmung kommen, wenn man sich so ein bisschen umguckt, aktuell ist ja so Karneval und Fastnacht so ein bisschen unter einem schlechten Stern. Braunschweig wurde abgesagt wegen einer Terrordrohung. Beeinflusst Sie das oder sagen Sie sich, nee, das schiebe ich beiseite und jetzt wird gefeiert? Ja, mich persönlich beeinflusst das jetzt überhaupt nicht, weil ich total unpolitisch bin. Aber ich finde es eigentlich schon schade, dass da so ein paar Komiker kommen und da Stimmung machen und was kaputt machen. Und eigentlich ist es ganz... Die sind intolerant und ja, möchte auch gar nicht, die haben gar nicht den Wert, dass man über sie erzählt. Richtig. Und also, bitte ignoriere. Beiseite damit und damit. Ja. Hello! Ja, mach ich auch mal. Jetzt sind Sie ja sowieso so eine Frohnatur und gelten als das. Brauchen Sie irgendwas, um in Stimmung zu kommen? Also zum Beispiel Konfetti? Nö, ich bin eigentlich. Ich bin immer so. Ja, meine Familie sagt das immer, wie kann man das machen? Das ist, oder wenn man, wir waren schon mal weg und dann fällt mir irgendwas ein, dann fange ich an zu erzählen und zu spielen, egal wo ich bin. Und da hat mal einer zu meinem Mann gesagt, also meiner, ne? Sag mal, wie kriegst du die heute oben heim? Weil er dachte, ich wäre betrunken. Und dann sagt, sag doch mal, was von deinen 100 Leuten würde ich hinziehen, ist die am Nüchtern. Ich bin nämlich absolute Anti-Alkoholiker. Ne? Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Da könnte sich der ein oder andere wahrscheinlich mal ein Gläschen abschneiden, nicht? Abschauen. Ja, ein bisschen an die Hüfte. Ja, genau. Da muss weg und obenrum nicht zu viel rein. Die Ehe läuft immer noch? Ja, er hält's aus, ja. Ja. Ich bin ja auch froh, dass ich ihn habe. Er liefert mir ja auch ein bisschen Material, immer wenn ich sowas erzähle. Und die Enkel schon liefern Material. Und, weil das, was ich so erzähle, sind wirklich Dinge, die schnapp ich so auf. Und dann denke ich, das könnte ich jetzt erzählen. Und immer wenn meiner sagt, Ketel, das kannst du nicht erzählen, dann weiß ich, das ist gut, das erzähle ich. Was war das Letzte, was ein Thema war? Ja, eigentlich Thema ist, jetzt wird es wieder privat, aber da muss er durch. Da war man, wir kamen nachts im Bett gelegen, aber alle schlafen, ne? Und ich lieg so rum und er liegt so rum. Also wir gucken uns an. Und ich war, die Aare zu war wirklich am Schlafen. Auf einmal raschelt das Deckbett. Und ich denke, jetzt was passiert? Guck ich, zieh das ist über den Kopf. Und dann habe ich so hoch gemacht. Und dann ist aber los. Und dann sagt er so allen Ernstes zu mir, sei mal der Bes. Aber du schnaufst mich an, mit dem harten Strahl durch die Nase, direkt auf meinen Platz. Ich habe im Bett gelegt, ich glaube eine halbe Stunde, ich konnte nicht schlafen, ich habe nur gelacht. Na, ich sag, das erzähle ich. Ich sag, das kannst du nicht erzählen. Ich sag, das erzähle. Und das ist der Renner. Ne? Vor allen Dingen, wenn ich ins Publikum gucke, da hocken dann da unten die Männer, wo auch so ein 30 cm Scheitel haben. Ne? Und sobald ich das anfange, lache die ja schon los. Ne? Absolut verständlich. Also ja, das mit dem Pusten auf die Glatze, ob das die Ehe frisch hält, man weiß es nicht. Aber es ist ja wichtig, immer sich was Nettes auszudenken. Und wir haben mal ein paar Anregungen, die Sie ja bei der hessischen Weiberfastnacht hier bei uns im HR Fernsehen zum Besten gegeben haben. Ich bin der Meinung, die meisten Missverständnisse in der Ehe sind im Schlafzimmer. Ja, weil man sich da halt so nah ist, ne? Das ist, Sie werden lachen, ich habe sogar mal Probleme schon mit auswärts genommen. Wir waren mal im Urlaub und da habe ich mal einen neuen Schlafanzug gekauft. Ah ja Gott, wenn ich schon auswärts schlafe, wollte ich halt mal was Neues sehen, gell? Ja, ein schöner so, außer Teng. Ja, der glänzt so schön. Und ist glatt. Wusch draus war. Bin doch bloß froh, dass die Stube dir zu war, gell? Man weiß, wo der hingerutscht wäre. Ja, und dann ging es ja gleich so weiter. Ne? Ich hab's ja gut gemeint.
und hab schon gedacht, wenn wir jetzt heimkommen, dann ich kauf noch so einer, weil die sind so schön weich, gell? Ja, die Schlafanzug. Und dann können wir das ja nochmal probieren, ne? Ich nehme einen allein durch. Aber er hat gleich gesagt, meiner Kette, wenn wir heimkommen, schmeiß den gleich weg, der fällt unter das Waffengesetz. Wenn wir daheim sind, zieh ich mein alter Baumwolle wieder an. Die alte harte Dinger. Eigentlich hab ich mir vorgenommen, mir kommt kein Harte mehr ins Bett, gell? Aber gut, okay. Ich muss aber ich sagen, ich hab gedacht, ich tue es jetzt wieder gut machen, wo wir daheim waren, hat mir was einfallen lassen. Aber, und zwar, stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ob ihr das kennen, ich hab dann die Traubennummer vorbereitet. Kennt ihr die? Das ist ganz einfach. Da legt man sich so aufs Bett, mit ohne Kleider. Ja, und er kniet dann vorne dran, auch mit ohne Kleider. Ja, und dann legt das so ein Träubchen auf den Nabel. Ja, und mit einem leichten, erotischen Schlag auf den Oberbauch. Ja, sieh, dann topst es hoch. Und er fängt es dann mit dem Mund auf. Aber war ein Missverständnis. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ja, noch ein Kilo Traube war der satt und geschlafen. Ja, Käthe, da hat der Ehemann ja wenigstens ein paar Vitamine bekommen, gell? Hat er ja, aber kein Nachspiel, oder? Das Problem war nur hinterher, ich habe ja alles wieder weggeräumt, den ganzen Sauerei, den ganzen, was da alles war, und habe mir ja so den Rücken verrenkt. Ich hab dir dann so Ischias gehabt, nachts im Bett. Sie kommen aus dem Bett, wenn sie Ischias haben, das ist nicht einfach. Ich war da gelegen und dann wollte ich raus, weil ich musste halt mal, gell? Und dann ging nicht. Dann hab ich mir überlegt, wie machst du denn am besten? Dann wollte ich auf der Seite, dann wäre es auch gegangen, aber da hat ja mein Tiger gelegen. Also die Hauskatzen. Ne? Und da habe ich mir überlegt, wann ich mich jetzt rumdrehe, dass die Seite außen ist, dann komme ich aus dem Bett. Und dann habe ich mir eine Technik entwickelt. Meine Frauen denken nur immer, gell? Und zwar hatte ich dann so Becke, Rücke. Dann war ich auf der Seite. Und von der Seite konnte ich mich dann rauswälzen, sozusagen. Natürlich auch unter Schmerzen, weil ich das geht dann so. Und dann war ich dann da, wo ich hin wollte. Kann ich jetzt wieder durchkommen? Ja, gerne doch. Ich glaube schon. Entschuldigung, ich bin falsch rumgelaufen. Ja, liebe Zuschauer, und mehr aus diesem schönen Programm, das gibt es natürlich auch noch bei uns zu sehen. Und zwar heute Abend bei uns im hr-Fernsehen, 20.15 Uhr, das Lustigste aus der hessischen Fasernacht 2015. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die Krippel, die dürfen nicht fehlen. Ne? Sind die für Sie was oder eher für den Mann? Nee, für mich, da ist kein Ziese. Das ist bei uns heißen die Fasnachtskischle, ne? Sind auch ein bisschen kleiner, aber alles, was da unter dem großen Begriff fällt, ist für mich wie gemacht. Muss nur wandert dann immer so gerne so ein bisschen so hier, ne? Ja. Was machen wir dagegen? Ich esse was anderes, wenn ich. Das macht Sinn. Das Blöde ist nur, wenn man die Möhren einspart, das hilft nicht so richtig. Nee. Aber ja, ich. Ja gut, man bewegt schon, man geht schaffen. Also ich zum Beispiel, sagen wir allen Ernstes, ich laufe zum Beispiel gerne. Ne? Also jetzt so wandern jetzt nicht. Aber ich tue alles, was ich erledigen muss in der Stadt, ob das der Arzt ist, der wo ist im Nachbardorf, sind 50 Minuten, mache ich alles zu Fuß. Das ist gut. Ja, dann dürfen auch ein paar Kreppel sein. Dann kann ich auch wieder ein Kreppel essen oder fast was Kieschel, ja. Sehr gut. Vielen Dank für den Moment. Das werden wir gleich auch machen. Denn wir werden jetzt ja Kreppel backen. Und wir zeigen Ihnen zu Hause, wie das funktioniert.
So, zurück im Studio. Ketel hat sich zu uns gesellt, denn wir wollen ja köstliche Kreppel zubereiten. Und wenn Sie hier mal gucken, liebe Zuschauer, das Öl, das brutzelt schon ganz ordentlich. Genau, das haben wir schon mal vom Herd genommen. Auf was müssen wir denn überhaupt achten? Also mal ganz vorne angefangen, das ist unser Teig. Das ist musste unser der irgendwie Teig. Ewig ruhen, wie das so ja, bei das, Hefe? Ja, der muss zwei, dreimal schon richtig ruhen. Und dann vor allem muss er auch in der Stückgare ruhen. Das heißt, wenn er in Form gebracht ist, kann man 50 Gramm, habe ich jetzt leider keine Waage da, abwiegen. Und es gibt so den Trick, wenn man den so, ne, die Hand so zu einer Kralle macht und den Teig da so formt, das mit den Handschuhen geht das schlecht. Ja, wir als Bäcker, wir machen das so, ne? Wir formen das so, aber als Hausfrau kann man das so auf der Tischplatte und dann bilden sich so runde Kügelchen. Oh, und die kann man dann einfach, wenn die so auf der Tischplatte, man spürt das dann, wenn die unten so noch ein bisschen mehr zu sind als der jetzt, dann kann man den noch mal so eine halbe Stunde hinlegen und dann wächst der und dann wird der größer. Und dann wird er so, und so ist er immer noch nicht ganz fertig. Also wir haben heute nur so, leider so dreiviertel gegarte Kreppe, weil wir jetzt doch schneller mit dem Backen waren als gedacht. Aber auch die werden trotzdem lecker. Ich finde auch, dass die schon absolut gut aussehen. Doch ja, ganz kurz eine Nachfrage, weil wir ja eben diese Zuckerersatzstoffe haben, die wir eigentlich gar nicht wollen, oder? Eigentlich wollen wir den richtigen Zucker. Und ich glaube, bei Hefeteig funktioniert sowieso nicht, ne? Nee, Hefeteig, die Hefen sind ja lebende Bakterien im Prinzip. Und die brauchen den Zucker, weil die futtern den ja, weil von irgendwas müssen die sich ja ernähren. Und dann pupsen die Hefen quasi und dadurch lockert sich der Hefeteig. Ach, ist das schön. Guten Appetit. Kochen. Ja, aber es ist, wie gesagt, die produzieren das CO2 und Alkohol. Und das ist halt in Gasform und deswegen lockert sich der Teig. Und die brauchen den Zucker, weil sonst wird das nichts. Also für einen Muffin könnte es funktionieren, für unsere Kreppel aber nicht. Ja, aber auch Muffin nur, wenn Sie den nicht in braun wollen. Das haben Sie ja eben in der im Bild gesehen. Genau, ne? Also Zucker bräunt natürlich das Gebäck und es gibt eine gewisse Rösche. Also das hat Backeigenschaften, das macht Farbe und es gibt was Knackiges an der Oberfläche. Und das passiert nicht, wenn Sie Stevia nehmen, mal abgesehen davon, dass es einen Eigengeschmack hat. Ja. Und, also ich bin Zuckerfan, ne? Man sieht ja auch, wenn man Frau Gülsdorf und mich anguckt oder auch Sie, Frau Kettel, wenn man es in Maßen isst, kann man alles essen. Man muss sich halt nicht davon ernähren. Ja, das wobei manchmal ist es schwer. Heute schon. Und wir wollen ja ein bisschen füllen. Ketel, wollen Sie uns ein bisschen unterstützen? Ja. Zum Beispiel, ich habe hier heute was mitgebracht, was die Hausfrau nicht kennt. Weil die Hausfrau wird es ja wahrscheinlich so machen. Ich habe hier das auch. Mit der mache ich ein bisschen eng, mit der Marmelade. Und da gibt es eine Tülle, gibt es ein Haushaltswarengeschäft. Mhm. Die ist extra so, dass man die dann in den Krevel reinstecken kann. Wenn man sich dann einen Krevel nimmt, steckt man die Tülle rein, drückt drauf. Da kann man übrigens auch Ketchup oder Senf reinfüllen für die böse Schwiegermutter. Oh, ne? Ja. Habe ich mal gemacht im Büro. Ich habe Geburtstag, ja, wir haben die Fastnachtszeit, also am 22. Und da habe ich im Büro wirklich mal 40, also Fastnachtskischle-Sachen mitgenommen. Und habe, weil du immer, ja, du machst das Senf. Ich sage, so, geht, das macht man doch nicht. Und habe aber wirklich drei Stück mit Senf und habe Marmelade vorne drauf. Und habe mir die genau gemerkt, wo die liegen. Aber die haben sie tapfer vergessen, es hat keiner was gesagt. Ach, die haben sich nicht getraut. Das ist ja super. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist für die Hausfrau und für den Profi. Das darf heute die Kettel mal machen, würde ich sagen. Ja. Oh, die steckt danke. Man da drauf. Und dann drückt man das so zweimal unter. Oder wenn wir ein bisschen mehr wollen, auch gerne dreimal, weil Nuss-Nougat-Creme geht immer. Ne? Ja. Und dann, dann machen wir so, ich markiere mir einen und dann mache ich dann fünfmal. Genau, ja. Mach das doch mal. Ne? Ja. Dann helfen wir sie mit, damit wir hier noch, ich muss das mal hier rüberstellen. Dann. Ist denn, wenn wir die ins Öl geworfen haben, sieht man, dass sie quasi fertig sind, einfach an der Farbe oder worauf? Ja, an der Farbe. Wie gesagt, jetzt ist es leider Gottes so gewesen, dass die nicht ganz mit der so reif waren. Das sieht man ja an der Größe. Sind ein bisschen kleiner geworden, aber schmecken tun sie auch. Ja, im Gegenteil schmeckt das noch besser, weil die natürlich ein bisschen kompakter sind und nicht so viel Fett gesogen haben dadurch. Mhm. Aber natürlich, wenn das wiegt das Gleiche. Und wenn sie beim Bäcker sind, wollen sie dafür bestimmt nicht so viel bezahlen wie dafür. Deswegen lassen wir die ein bisschen weitergehen. Ja, man muss die Tricks nur kennen, ne? Ja. Das ist alles. Also bezahle mal die Blähungen der Bakterien. Genau. Ganz freiwillig. Ups. Genau. Ja, man kann das dann zum Beispiel auch in Zuckerguss tauchen oder so. Mhm. Der ist jetzt ein bisschen warm und dann kann man das noch. Da kann man, ach, das sieht sehr kann man aus. Sich die in bunt machen. Mhm. Ne? Oder wir haben hier hinten auch noch Schokolade. Auch eine Möglichkeit. Schoko und dann vielleicht in die Schokokrümelchen. Ne? Machen wir alles. Ach, sieht das gut so, aus. So, und dann köstlich. Haben wir nachher, die Kekse ist ganz fleißig. Sind die schon alle voll? Oh, alle perfekt. Schon voll.
fleißig. Fleißig? Kann immer kommen, wenn ich da bin. Ist toll. Haben wir die hier schon gefüllt? Die sind gefüllt? Nur gefüllt. Hier, die sind noch nicht gefüllt. Wenn ihr noch weitermachen wollt. Austesten hier. Ja, aber so Vorsicht, ne? Die sind schon noch heiß. Die sind lauwarm. Das waren die ersten, die ich gemacht habe. Also wir stechen einfach. Genau. Und woher weiß ich, wie viel ich... Ich würde es hinten zudrehen, damit die Marmelade nicht hinten rauskommt. Ja, und woher weiß ich jetzt, wann er voll ist? Drücken. Ja, das merkst du, wenn der immer schwerer wird. Das ist Augenmaß und Handgewicht ist für den Konditor Pflicht, ne? Und das kommt oben raus. Ja, ich glaube auch, bei dir kommt es oben rauf. Wir sind mal lieber vorsichtig. Nicht böse sein, aber wir lassen das lieber dabei. Üben. Auf jeden Fall. Wie gesagt, und dann kann man auch ein Gesicht drauf machen zum Beispiel. Ne, da habe ich Fruchtgummis genommen oder sowas. Und man kann alles machen, was das Herz begehrt. Ach, herrlich. Das Rezept finden Sie zu Hause natürlich auf hallohessen.hronline.de. Tja, und ich sag mal so, damit uns das nicht zu sehr auf die Hüften geht, ist es natürlich immer gut, wenn man die Kreppel einfach hinterher wieder abtrainiert. Bewegung ist das Stichwort. Und wie viel Spaß das machen kann, das zeigen uns jetzt die Pitschedubbler. Das ist eine Männertanztruppe aus Hammersbach bei Hanau in Main-Kinzig-Kreis. Ja, und die wollen wir doch jetzt mal ins Studio einladen und wir sagen einfach mal Bühne frei für die Pitschedubbler, bitteschön. Ja, Ketel, das mit dem Om kriegen wir auch hin, oder? Ja. Om. Omnibus. Ist mal ganz einfach. Omnibus. Das ist ganz gut, ne? Für die Fasernacht. So. Machen Sie denn Yoga? Nee, doch. Nee, doch. Bin ich irgendwie nicht so die Ruhe. Ich habe mal autogenes Training probiert. Und es scheitert dort drauf. Ich sage dann immer, man soll atmen und aber nicht ans Atmen denken und irgendeinen Satz vor sich hin sagen. Und ich habe das aber hab immer den Satz gesagt, ich gebe es jetzt offen zu, ich habe Spinnenphobie, ich habe Angst vor deine Dinge. Und dann habe ich immer gesagt, ich habe keine Angst vor Spinnen. Ich habe keine Angst. Und ich habe aber immer so geatmet. Also ich konnte nicht atmen und nicht retten. Oder das war trotzdem. Ah ja. Also Yoga, nichts für die Kehle. Nee. Wie hat Ihnen die Männertanztruppe gefallen? Na, hallo. Die waren hallo, aber hallo. Das sind Warte. Schon, gell? Ja. Die laufen auch viel. Da ist der Mann zu Hause vielleicht ein bisschen eifersüchtig? Nö. Da ich schon jetzt zu alt für die schon bin, macht das sich doch kein Gedanke. Wie steht's denn bei dem um die Tanzfähigkeit? Ja, also wenn wir tanzen gehen, also wir tanzen beide gerne, aber ja, das ist dann ein Walzer oder so ein Fuchs oder so, also nicht jetzt so überdimensional, das ist ein Generationskonflikt, sag ich immer, da ist er 10 Jahre älter wie ich, ne? Und dann halte ich mich ein bisschen zurück, er holt ein bisschen was aus sich raus und dann... Dann trifft man sich so in der Mitte. Ja. wir sprechen gleich weiter. Wir haben ja unsere Zuschauer gebeten, sich doch bei uns zu melden, wenn sie sich verkleidet haben. Wir wollen ja Fotos sehen am Rosenmontag. Wie steht's denn so um Fasernachtspannen? Kennen Sie das? Ja, passiert mir auch. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das Glück als Kettelfeiertag, dass ich alles, was passiert, einfach mit euch baue. Und dann lachen die, weil sie meinen, das muss er sein. Ich habe zum Beispiel mal... Habe ich letztes Jahr Hello Again gesungen. Die fünfte Jahreszeit, die Narren machen sich bereit. Und dann habe ich den Text gesagt, und jetzt habe ich meinen Text vergessen. Das macht nichts, ich sing was anderes. Und dann Hello Again. Und dann habe ich halt einfach so überbrückt. Und dann haben die natürlich gelacht, aber der war wirklich weg. Ne? Oder habe ich ein Lied gehabt mit 7 Strophen. Und dann hat meiner gesagt, klebt er die Strophe hin auf die Tasche. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Wenn ich da drauf gucke, ist mein Kopf leer. Ich mache das immer ohne. Ne? Habe mich überreden lassen, habe es drauf gemacht, heb meine Hand, sing bei der 3. Strophe, gucke ich drauf und mein Kopf war leer. Jetzt war aber die 7. Strophe längs hingeklebt, weil die nicht mehr unten gemacht hat. Dann habe ich 6 gesungen, habe einen kleinen Moment, ich muss die Tasche rumdrehen, weil die Strophe quer ist. Dann habe ich die Tasche rumgedreht, habe es gesungen. Dann dachten die, das ist ein Gag. Ne? Aber, ja, aber es war so. Ja, so muss man dann nur geschickt wieder rauskommen. Ja. Was ja generell ein Thema ist, nicht nur die Pannen, sondern auch das über die Stränge schlagen an Fasernacht. Und wir haben sozusagen mal einen kleinen Knigge für Sie zu Hause vorbereitet. So, jetzt freue ich mich erstmal, dass die Pitschedubbler wieder hinter uns gekommen sind. Herzlich willkommen nochmal. Und Frau Kronberger darf natürlich auch in unsere Runde. Wir freuen uns, denn wir wollen ja Kräppel probieren. Ich habe ein paar mitgebracht. Ach, herrlich. Fragen wir doch erstmal, Ketel, was für eine Füllung soll es sein? Die selbst gefüllten mit Schokocreme?
Ja. Dann greifen Sie. Aber dann kann ich schon jetzt nicht essen, wenn ich. Dann kann ich schon nicht erzählen, wenn ich esse. Und ich erzähle ja immer. Herrin. Ach, ich brauche auch immer zu. Darf man das rein? Weil so geht, ne? Ich kann da ja viel Sport essen. Vielen Dank. Ketel darf schon mal beißen und dann uns gleich verraten. Ich komme einmal herumgelaufen. Und war das der mit der Fünffachfüllung? Sehr gut. Ja, ich habe dann extra. Herrlich, guten Appetit. So, und was nehmen wir zwei? Ich nehme auch Schoko. Ich brauche immer Schoko. Gibt es auch noch einen mit Marmelade? Von Marmelade? Das ist Marmelade. Oh, das ist gemein, da hat man dann sofort ein weißes Gesicht. Dann musst du den hier gucken, aber ich glaube, da ist auch Schoko drin. Geht doch lieber Schoko rein. Ich hab... Ja, ich mach so gerade bei. Ja. Mm, lecker. Schön auf dem Lipgloss. Da kommt gleich jemand und repariert das. Aber die sind wunderbar geworden, auch obwohl sie ein bisschen Angst hatten wegen der Hitze und so, ob es klappt. Ja, im Gegenteil, es war ja, die sind ja eher jetzt ein bisschen zu klein, aber ich glaube, das kann man trotzdem essen. Absolut. Und gerecht. Was sagen die Herren? Sehr gut. Oh, Daumen hoch, wunderbar, das wollten wir doch nur hören. Ja, wie immer sagt was anderes. Auf keinen Fall. In der zweiten Stunde werden wir ja auch noch was Köstliches zubereiten, nämlich Karnevalsmasken. Aus Quarkteig, genau. Aus Quarkteig, nicht zum Verkleiden, sondern auch zum Essen. Außerdem werden wir natürlich noch tolle Auftritte hier haben. Das alles machen wir gleich. Jetzt gucken wir aber erstmal, was so in der Hessenschau kompakt los ist. Und der Roland, da müssen wir jetzt gleich mal drauf gucken, der hat nämlich das beste Kostüm des Tages. Der ist Moderator. Der geht als Moderator. Genau, das ist auch mal was Schönes, oder? Also Roland, jetzt hören wir mal, was bei euch so los ist in der Hessenschau kompakt. Ganz genau, ganz herzlich willkommen zurück. Tim Frühling ist da und da üben wir doch jetzt gleich mal mit dem dreifachen Tim. Hello. 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 Ja, gut, ich sag mal, da geht noch es was. Es ist noch Luft nach oben, ne? Ketel, was sagen Sie? Also da muss er noch ein bisschen, ne? Muss ein bisschen Stimmung aufkommen hier. Ein bisschen müde. Ja. Na, es ist ja mein erstes Mal gewesen. Also da kann man das nicht auf Anhieb, ne? Okay, dann nochmal. Und hello. 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 Ja, geht doch. Siehste. Also. Wunderbar. Und was ich noch schöner finde, dass du deine Fliege auf mein Kostüm abgestimmt hast. Wir glittern um die Wette. Ich habe mein gesamtes Kostüm auf deins abgestimmt. Ja. Das freut mich sehr. Ja. War mir ich sehr bin wichtig. Gespannt, als was du dann morgen kommst und ich werde dir noch nicht verraten, als was ich gehe. Oh Mann, das wird richtig schwierig dann. Jetzt freue ich mich, dass Ketel Feierdach noch bei uns ist. Sie ist ja nicht nur heute hier, sondern heute Abend bei uns im HR Fernsehen. 7:45 natürlich zur Primetime, wie sich das gehört. Ja. Ganz herzlich willkommen. Hätten Sie es auch beantworten können? Ich meine, so viel wie Sie hier durch Hessen touren. Ja, nee, also hätte ich jetzt... Vielleicht, wenn ich ein bisschen Zeit gehabt hätte, zum Überlegen, schnuppern, esse, schnuppert man vielleicht. Aber das wäre geraten. Also ich hätte es nicht gewusst. Jetzt sind Sie ja Pfälzerin. Da spricht man dann auch Pfälzisch? Ja, Pfälzisch. Pfälzisch? Ohne F, ja. Pfälzisch, nicht Pfälzisch. Pfälzisch. Ja, man ist nach Äppel, kein Äpfel. Äppel, ja, das macht Sinn, aber die haben wir hier auch. Können wir mal ein bisschen was so richtig Pfälzisch hören? Entschuldigung, da fällt mir jetzt spontan vielleicht ein, wenn ich an meinen Enkel denke, da sagt man zum Beispiel, oh, ist das ein Grutzer, wenn er so ein bisschen ne, was ausstellt. Und wenn man aber nicht weiß, um was es geht, könnte man auch der Appelgrutzer meinen. Ne? Das ist das Sache, Grutzer, wenn der Appelgesse ist, das was Iberisch ist. Ne? Mhm. Oder der Knatze, ein Kleebubel, oh, ist das ein goldischer Knatze. Ne? Wenn man nicht wissen, was es geht, kennt man meinen, es ist der Brotknatze. Das ist hinter das Stück, Endstück. Das Endstück Brot, Brot. Das ist der Knatze, ja. Oder ein goldischer Knatze ist dann ein Buh. Ja. Wie geht das dann so, wenn man hier durch Hessen tourt? Da muss man dann sich ein bisschen ans hessische Gebabbel anpassen, gell? Nö. Nö. Nö, ich verstehe die eigentlich ganz gut. Da muss ich keiner verstehen. Und die mich einladen, wissen, wie ich rede. Und dann denke ich mal, dass sie auch wissen, was auf sie zukommt. Und wie ist es in der Pfalz? Ist es dann auch Fastnacht, Fasenacht, Karneval? Fastnacht. Fastnacht. Ja, Fastnacht. Wobei ich jetzt sage, ich oute mich jetzt, bin Rechtschreiber nicht so toll. Aber immer, was ich aufschreibe, Fastnacht, schreibe ich Fastnacht, F-A-S-Nacht. Das ist jetzt Fastnacht mit T schreibe oder nicht? Fastnacht, doch mit T. Ich höre nie T. Oder eben Fasse. Fastnacht. Ich schreibe weiter Fastnacht. Muss man Computer mit kämpfen. Und Hella ist dann aber auch richtig. Ja, Hella. Ja, wobei das ist, also wir haben jetzt in Speyer zum Beispiel, haben wir einen Verein, der ruft Ole, einer ruft Hajo, einer ruft Ahoi und einer ruft Hella. Ah.
Du musst dann immer, wenn ich auf der Bühne stehe, warte ich immer erst mit einem Dreifach danach und dann horche ich erst, was er sagt und dann kann ich dann die Hand heben und mitrufen. Ja, das ist, ich weiß nicht, warum das die alle so, also ich werde helle Haushaare. Das ist für mich der, passt noch drauf. Aber ne? Es wird auf keinen Fall gemischt. Also wenn es ein Dreifaches ist, ist immer eins von den, ja, ja, den ja. vier Varianten. Oder dreimal Hajo, oder dreimal Ahoi, oder dreimal, was weiß ich noch, Olé. Ja, mit den Sprachen ist das ja alles ja. so eine Sache, mit den Dialekten, aber auch mit den Sprachen. Und so eine Ehe, die muss man ja auch ein bisschen spannend halten. Ne? Da muss man ja auch nicht immer nur so in seinem eigenen Ding bleiben, sondern Latein kann zum Beispiel helfen. Das kann ja eine sehr anregende Sprache mhm. auch sein. Bei der HR Weiberfastnacht in der Rödermark, da waren die Frauen ja so ein bisschen unter sich und die Ketel hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ergibt sich als Harmonie. Gut, sind Missverständnisse, aber er probiert's, gell? Da bin ich der letzte heimgekommen. Ja, stellt euch mal vor, da komme ich heim und da begrüßt er mich mit Hallo, Tito Alba. Na, hab ich gesagt, was heißt denn das? Na, da hat gesagt, Tito Alba, das Latein, das heißt so viel wie schöne Frau mit Federn geschmückt. Also unter uns, ich hab's gegoogelt. Tito Alba heißt nicht schöne Frau mit Federn. Tito Alba heißt Schleiereile. Ja, aber der gute Wille zählt ja, ne? Ja, und auf jeden Fall, ich hab dann da gelegen. Und dann denke ich, das ist eine Aufforderung, da muss ich jetzt wohnen. Und dann hab ich dann gesagt, ich hab mich ja auch vorbereitet. Habe gesagt, gute Nacht, Ferus. Das heißt Wilder. Na, es hat gute Nacht, Ferus. Wenn du noch was willst, dann kannst du das holen. Sieh, was soll ich sagen? Der kommt ums Bett rum. Ich bin nicht hier nachschwachen. Der kommt rum. Ich seh die Gier in seine Aare, gell? Der kommt daher, mein Ansavari ist gewachsen. Ja, das heißt Gänsehaut. Ja, was kommt der da auf meine Seite? Biegt sich zu mir runter. Ich hab den heißen Atem gespürt. Dann hab ich doch für mich gedacht, Achtung, jetzt sagt er was Dreckiges, Lateinisches ins Ohr. Dann guckt er mich an und sagt er, Kettel, ich brauch noch eine Kisse. Da muss aber ein Tusch hinterher. Ja, muss ich sogar selber lachen. Spricht er denn noch Lateinisch? Der Gatte. Nee, das wird zu Missverständnis. Ja, vor allen Dingen, wenn das dann so nachgoogeln kann, ne, und dann stellt man ja. fest, das stimmt gar nicht, heißt ja. das was ganz Blödes. Ja. Ja, nee, böse nicht. Ich meine, wenn er mal Schleiereil anguckt, ist ein schönes Tier, gell? Also, wenn er so gemeint hat. Ja, das muss man nur richtig ja. interpretieren. Ne? Gibt es da noch andere Sprachen vielleicht? Französisch? Nee. Nee, wir bleiben wieder beim Pelzisch. Doch, einfach beim ja. Pelzisch. Wir sehen ja gleich noch, sage ich mal, wie sowas wie einen kleinen Hauswirtschaftskurs. Ne? Wäsche aufhängen ist das Thema. Dürfte er da auch ran zu Hause in der Ehe oder ist es eher, da gibt es Chaos? Nee, das hänge ich lieber selber auf, weil ich sage, so wie man sie aufhängt und so muss man sie oder darf man sie bügeln. Je schöner man die hinhängt, je wendiger muss man hinten noch bügeln. Und wenn der das dann drüber schmeißt und das verknittert ist, das kann ich gar nicht haben. Also aufhängen tue ich allein. Er darf den Trockner ausräumen und darf die Handtücher dann wegräumen, wenn sie zusammengelegt sind. Das kann er auch noch zusammenlegen, die Frau der Handtücher, aber das andere hänge ich auf. Aber das ist faszinierend, ne? Wenn man ja. so in den Waschküchen der großen Mietshäuser guckt und dann sieht man, da sieht man sofort, was haben die Männer aufgehangen. Ja. Das ist alles so krumpelig ja. auf der Leine. Ja, das muss man ordentlich mal aufschlenkern, zack, und dann, und das macht er nicht. Und dann sag ich mal, hinten noch stehe ich da und bügel mal den Wolf, bis das wieder glatt ist, ne? Und deswegen mache ich das selber. Wir werden das gleich noch genauer beäugen. Genau, in Maßen, das ist das Stichwort. Und diese köstlichen Masken, die wollen wir jetzt backen. Möchte man gleich reinbeißen, oder? Ja, ja. Noch nicht. Lecker! Nein, nein, wir wollen ganz vorne anfangen. Erstmal arbeiten, genau. Genau. Ketel kann uns helfen beim Dekorieren gleich und so. Also genau. auf was müssen wir erstmal achten? Ausgerollt also ist, wie dick ungefähr? Ein Zentimeter? Ja, ungefähr ein Zentimeter ist es. Ne? Und dann
Einfach hier, ich habe einen Ausstecher genommen, ich würde mal sagen 8 cm Durchmesser. Mhm. Und damit einfach Kreise ausstechen. Wenn man den Kreis dann so ein bisschen zieht, dann hat man auch ein Kinn. Ja. In dem Moment, wo man das aufs Blech legt, so wie bei der Scream-Maske sozusagen. Ja. Ne? Ja, Vorsicht, klebt. Klebt, genau. Deswegen habe ich Handschuhe an, in weiser Voraussicht. Besser, ihr macht das mit dem Ei ein bisschen da, wo ihr was ankleben wollt. Ihr könnt den, wo die Augen hinkommen, das Ei hinstreichen oder hier ein bisschen Hagelzucker, dann das an 3-Tage-Bart bekommt. Okay, na? Dann würde ich sagen, Ketel streicht, ich, achso, oder ich das? Ich mache erst mal drüber. Das ist dann gefährlich, ne? So, einmal in die Schokolade getunkt, das wollen wir natürlich nicht. So. So. Jeder schimpft die Requisite. Mache. Was machen wir denn? Vielleicht mache ich hier mal so ein bisschen Bart oder so, so ein Zuckerbart. Schlossen wir, dass der den Durchblick kriegt. Das ist doch auf jeden Fall super, auch um da mit Kindern was. Ja, für Kinder ist das toll, ne? Weil das Hexenmaske machen, ohne Warz auf die Nase oder so. Ja, das kannst du machen, wie du willst. Das ist hier künstlerische Freiheit. Wir haben alles da. Auch für nachher, wenn es gebacken ist, können wir dann ausgarnieren. Das ist das Tolle an meinem Beruf. Ne? Ich kann immer Kind bleiben. Das ist so toll. Die werden ja jetzt auch nicht sonderlich viel größer. Das heißt, man kann die schon relativ eng auch legen. Ne? Ja, müssen wir auch, weil wir sind ja nachher wieder viele Leute und ich habe nur ein Backblech. Dann muss da noch ein bisschen was hinpassen. Notfalls schneide ich die nachher mit einem Messerchen auseinander nach dem Backen. Aber wir haben ja Gott sei Dank, haben sie ja schon ein bisschen vorgebacken. Ja, Gott. Kann ich halt den Schokolade machen oder verlassen? Vorm Backen nicht, aber die Schokolade, dazu kommen wir jetzt. Mensch, Kettel, du bist zu schnell für mich. So ein Stress. Die Schokolade würde natürlich wegschmilzen, wenn wir die jetzt da schon drauf bröseln. Genau, die würde wegschmelzen. Okay, aber wenn wir hier keinen Zucker drauf haben, dann können wir die Nase auch nach dem Backen. Kettel. Wir haben hier die Schokolade, ne, wenn wir die jetzt so ein bisschen anstreichen. Können wir dem noch einen Bart machen, zum Beispiel mit den Zuckerstreuseln. Ja. Einfach so. Das hat ja nicht jeder einen weißen Bart. Ne? Der hat jetzt einen schwarzen Bart. War ja mein Gedanke. Aber und dem darfst du auch eine Nase machen, wenn du möchtest. Ne? Darfst du einen aussuchen. Du kannst auch hier so einen roten Pollen nehmen. Ja. Mein Talent hält sich so. Wir können auch Augenbrauen bekommen. Also mit der Schokolade kann man danach alles ankleben. Also ich sage immer der Leiter, ich kann backen, aber ich stelle heute fest, ich lege die Leiter hocken. Naja, das ist immer, was man machen will. Das hier, das ist ja, das Schisslaveng ist ja ein Ausgarnieren. Backen ist ja hier auf dem Backblech, das machst du super. Backen kannst du. Aber wie gesagt, dann kannst du den Augenbrauen machen, ne? Weil es ist ja Karneval, da kriegt der einen Bart und da kriegt der Augenbrauen. Süß. Und dann nehmen wir hier so eine dicke rote Nase, weil der hat schon was getrunken. Und dann... Ja. Ketel trinkt ja nicht. Haben wir unseren Feierfasern? Nein. Nö. So, aber unser Hefeteig-Mann, der darf was trinken. Wie gesagt, wenn du ein bisschen, wenn ihr fertig seid, würde ich das nämlich in den Ofen machen und dann können wir die anderen alle ausgarnieren. Die müssen wir alle machen. Das ist nämlich, ne? Da wird man wieder Kind, oder? Wenn man so sich überlegen kann, was man alles Lustiges mit denen macht. Der hat jetzt leider ein Krüppelauge. Ne? Dann kriegt er 2 Krüppelaugen. So. Na dann, gebe ich euch mal was hier. Da dürft ihr euch jetzt dran austoben, was für Nasen ihr denen machen wollt. Oder ob ihr, ne? Ihr könnt denen auch Smarties-Augen über die Rosinen kleben. Zum Beispiel, wenn ihr lieber blaue Augen wollt oder grüne. Ne, das ist ja noch mal drauf. Da brauchen wir aber so die Schokolade. Ja, einfach hier vom Rand ein bisschen nehmen. Oder hier, ich halte mal den Kochlöffel hoch, dann geht's leichter. Zack, die Rosine ist fort. Ketel, was backst du denn so, wenn du zu Hause backst? Ja, meistens, oder es liebt trockene Kuchen. Also mit Cremes, Tarte und das Zeug konnte ich gar nicht. Gelatine komme ich überhaupt nicht klar, egal was ich probiert habe. Und deswegen mache ich entweder Marmorkuchen. Das liebt mein Mann. Dann kann er noch 2 Tage immer noch Eutunke. Ja. Oder einen Hefekranz mit Schokoladefüllung. Oh. Und da habe ich einen Hefekranz. Mein erster Hefekranz, wenn die Zeit noch ist. Ja, natürlich. Da meine Mutter hat immer den zusammengerollt und in so Rührkuchenform. Und dann ist der so oben drüber gequollen. Ne? Das war dann so hoch, so oh. Und dann habe ich das einmal gemacht, dann habe ich den Ring da in die Kuchenform neu, in den Backofen. Dann hocke ich davor und habe mir so gerettet, da ist ein bisschen, ne? Gut, wie er fertig war, habe ich die Form rumgedreht, aber gerade so ein Ring, wo auf der Teller gefallen ist. Dann habe ich ein Handtuch drüber, bin stolz zu meinen Eltern, also Papa, ich habe die erste Hefekuchen gemacht, mach dann das Handtuch runter. Dann sagt er, du hast das hoffentlich zugedeckt, wo du ohne Ewe gelaufen bist, wenn die Leute sehen. Oh Mann, wie gemein.
Ja, er war ja mal so. Tja, ja. Das ist das, was ich da für die Männer, die noch Haaren haben. Ja. Deswegen gehe ich auf die Bühne und muss erzählen. Oder ich brauche geile Psychiater bei der Familie. Das kann so eine gute Möglichkeit sein. Man also, spart zu dem Psychiater und macht ein Bühnenprogramm. Das ist doch super. Ja, ja so. Das ist Plan B, wenn es mal nicht mehr läuft. Ne? Genau. Ja. Dann gehe ich bei der Kettle in Lehrgang. Jetzt habe ich da eine Karte voll. Das macht nichts. Guck mal, die können wir doch. Aber schöne Frisur. Wir wollen zwischendurch noch mal auf Fotos gucken, denn unsere Zuschauer sind ja auch alle verkleidet. Und da gucken wir mal. Die Mara ist das hier nämlich. Das sieht aber auch sehr schön aus. Und gleich die Hippie-Pose, ne? Hatte ich ja auch schon. Die hat gelunzt. Und Kerstin Bodenröder hat uns dieses Foto geschickt. Sehr schön. Das sieht sehr gut aus. Und wenn Sie zu Hause auch so schöne Fotos haben, dann schicken Sie die uns auf jeden Fall noch an hallohessen@hr.de. Ganz kurz, was wir noch nicht geklärt haben, wie lange müssen die eigentlich in den Ofen, unsere Locker 20 bis 25 Minuten. Deswegen musste ich mich eben so beeilen und euch antreiben. Verstehe. Damit die auch nachher fertig sind, ne? Und wir genug zu essen haben. Ich freue mich, dass wir am Ende der Stunde probieren. Das Rezept, das finden Sie natürlich online auf hallohessen.hronline.de. Ja, und was an der Fasernacht natürlich auch nicht fehlen darf, das ist das Tanzen, die Bewegung, schon alleine wegen des Abtrainierens, aber auch einfach aus Spaß. Und wie wäre es denn mal mit einem schönen Männerballett? Wir haben die Herren ja schon in der ersten Stunde gesehen und wir wollen uns das jetzt nochmal angucken. Gleich gibt es einen Auftritt bei uns im Studio, aber vorher mussten die Herren trainieren. Schön und gucke mal zu Käthe rüber, denn die würde ich doch gleich mal wieder in unsere Runde bitten. Und wie hat's gefallen, die Männer mit den hohen Schuhen? Die haben höhere Schuhe an als du, Käthe. Ja, ja, und ich habe schon zum Problem, also ich bin begeistert. Vor allen Dingen würde mich jetzt mal interessieren, wo gibt's denn in der Größe, in der Form Schuh für Männer? Also die haben wir aus Amerika bestellt. Ah, die gibt es in Deutschland nicht zu kaufen. Das war mir fast klar, das kann nicht von Dose Wäschekorb, was wird damit jetzt? Ja, was ja, ich habe gedacht, jetzt eigentlich, wenn die Frau kocht, wenn es so viele Tipps gibt, es gibt ja im Haushalt noch mehr, Erwitt, ne? Und ich habe hier zum Beispiel jetzt nur ganz kurz, ich will gar nicht Räume sprengen, aber weil man Energie sparen muss. Und ich habe gesagt, ich komme daher und ich weiß nicht, dass da viele Lampen sind. Und dachte ich bringe ein bisschen Wäsche mit und hänge die auf, bis ich heimgehe, ist sie trocken. Ah, ja, das ist ja praktisch, weil Lampen haben wir ja genug. Also, ja, das ja. Ich habe auch nicht viel, das ist nur, wenn ich jetzt, soll ich die gleich mal hier hängen oder wollt ihr erst noch? Ne, das machen wir jetzt gleich. Dann würde ich sagen, danke an die Pitcher-Dabler, aber zwei müssen wir hier behalten. Ja, zwei, drei. Zwei, drei. Suchst du euch welche drei, aus? Drei, drei. Dann such dir mal zwei, drei aus. Nee. Aller gut. Da haben wir schon mal einen. Wer will noch? Da zwinkert es auch, da wird gezwinkert. Ja, guck, das sind schon die Jungen noch. Das ist der Junge hebt gerade. Dann bleiben die drei bei uns und an den Rest vielen Dank. Ihr dürft euch gerne wieder setzen und die Schuhe ausziehen, wenn warte, ihr ich mögt. Das so gemacht. Emoto. Dankeschön. Und Emoto, gerade halte bitte. So. So, und zwar habe ich jetzt hat und das hätte jetzt noch nicht rauskommen sollen. Warte mal, wo haben wir es dann? Da. Jetzt, wann ich jetzt ist zum Beispiel, jetzt hat, ich tue das jetzt kurz aufhängen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist wichtig, dass man das immer aufschlenkert und gerade zieht. Weil je besser man das hinhängt, je weniger muss man bügeln. Allerdings muss man das nicht bügeln. Das ist jetzt eine Schießer Feinripp. Mit, ich kann es vielleicht gerade noch erwähnen, mit Eingriff rechts. Das ist auch wichtig für die Hausfrau, weil je nachdem, wenn der Mann will, wird ja wissen, Linksträger ist und dann ist der Eingriff rechts, dann kann das Paar nicht mehr, gell? Und so ein Teil hänge ich jetzt mit zwei Wäscheklammern auf, wenn du mir jetzt mal zwei gibst. Sehr gut. Danke. Dann hängen wir die gerade mal schnell da hin. Und dann gibt es nämlich auch noch, jetzt, ich mache gleich ein bisschen Sachkunde mit, weil die viele junge Frauen wissen das nicht. Es gibt auch, oder die jungen Männer, gerade wenn man nicht mehr friert leicht jetzt, es gibt auch die schießerfreien Rippen mit Longebär für den Winter, das ist Wintermodell, hat auch der Eingriff rechts. Bin allerdings jetzt noch nicht hingekommen, wie ihr dann da nun kommen wenn. Aber das werden ihr besser wissen, ne? Auch dieses Teil hänge ich dann, damit es schön glatt ist und schön auch der Schritt glatt ist, keine Falte schlägt, mit zwei, sehr gut. Ah, du bist jetzt, aber hängst du öfters, wie schon? Guck mal, gleich zwei Wäscheklammern her. Also, da muss ich schon zahlen. Ne? Und ich hab noch jetzt so einfach zu Zwecke, dass ihr das wisst, gibt's auch noch die Schießer Feinripp für die Frau. Auch in Weiß, weil die kann man gut kochen. Die hänge ich auch mit zwei Wäscheklammern auf. Möchte aber jetzt noch anmerken, die hat keinen Eingriff. Das unterscheidet sie von den Männerschießern. Und wir Frauen haben dann gerne so ein Schlippelchen vorne, dass wir wissen, wo vorne und hinten ist. Ne? Die hängen wir auch mit zwei Wäscheklammern auf.
Ach, guck mal, da denkt mit her. Ja, finde ich jetzt toll. Und dann haben wir, ihr kennt das, dann schon Hefe, das ist trocknet. Dann hätte ich jetzt noch, den kannst du jetzt neu tun, stell's in die Ecke. Jetzt habe ich noch, muss ich noch sagen, ihr könnt euch Arbeit sparen. Man hat ja heute nur die Frauen, wenn du mir gerade die Hand nimmst, haben nur die Frauen gern die Mädchen so strings an. Ne? Jetzt gebe ich euch Frauen einen Tipp. Wenn ihr die jetzt mal so, ach, jetzt du das so, als hättest du nie so ein Ding in der Hand gehabt. So, jetzt schlenkern die mal gerade so richtig rum. So, das reicht. Jetzt sage ich euch mal etwas. Ist der trocken? Lang mal hier. Trocken, ja, gell? Ja. Sind eure auch trocken? Ja. Und wisst ihr von was? Das kann ich technisch erklären. Das ist die Zentrifugalkraft. Dadurch trocknen die und ihr braucht die gar nicht aufhängen. Und durch die Fliehkraft hat es noch einen Nebeneffekt. Guckt euch mal den Puschel an. Der steht wie eine Eins. Gell? Ja, aber den tue ich jetzt weg, da kannst du in den Korb noch schmeißen. Können die da stehen bleiben oder müssen die jetzt dann... Ich würde sagen, die Herren nehmen einfach die Wäsche mit und trocknen ein bisschen, ja, am Rande. Das, vielen Dank. Ja, aber nicht krumm lassen, schmutzig pickle, gell? Danke an die Fitschedabler, ja, sehr gut. Ja, können nicht nur hohe Schuhe ziehen, die können auch Wäsche aufhängen, gell? Ja, so kann man sich die Männer auch ein bisschen abrichten. Ja, ja. Der also mit deinen Schuhen dürft ihr öfters immer wischkisch kommen. Der kleine String, tragen Sie den oder der Gatte? Nee. Den habt ihr rein zuvor für Zwecke. Das ist, das ist mir zu kalt. Jetzt im Winter. Also, wir haben gesehen mit der Hausarbeit, das funktioniert gut. Musikalisch auch. Können Sie mal kurz was ansingen? Ach Gott. Ja, kommt jetzt drauf an, was man so will. Ich selbst jetzt hat. Lieb romantische Lieder. Ich sag dann immer, wenn so ein romantisches Lied im Radio läuft, dann sagst du immer, ach, das ist wieder so eins zum nackig tanzen, gell? Ja, das ist so Stand by Me oder so, ne, oh, ich lieb das. Oder The Blue by You. Den kennt ich mal kurz. Ja, Blue by You. Soll ich mal? Den Weg, den ich auf den Gedanken gehe, führt am Fluss entlang zum See. Und zu dir, denn dort wartest du, am Blue Bayou. Unter Bäumen steht ein Haus, es sieht wie im Märchen aus. Darin wohnen die Liebe und du, am Blue Bayou. Ich fang noch einmal an, irgendwann am Blue Bayou. Ja, das war jetzt nochmal so kurz. Sehr schön. Ja. Ja, und mehr davon gibt es natürlich immer in den schönen Programmen zu sehen, dass die Ketel gerne singt. Und auch gut, das hat sie ja auch schon in der Weiberfastnacht, ist er ja in der Rödermark bewiesen. Und da war richtig Stimmung. Da müssen wir jetzt, ihr müsst dann, wenn ich jetzt loslege, müsst ihr im Takt mit, klar, aber den kriegen wir raus, den Takt, den Herner. Und dann wäre es von Vorteil, wenn ihr. Ja, auf die Harmonie kommt es auch. Das muss alles ein bisschen, gell? Ja, es wäre von Vorteil, also wenn ihr dann immer, wenn ich so mache, Rock me halt nachsingen. Kennt ihr das? Machen wir es mal. Also, um euch Druck zu schienen, wer will, kann auch aufstehen. Also, das überlasse ich euch. Und sollen wir dann anfangen? Ihr machen das und klatschen das dann. Bitte hau Musik neu. Wenn die fünfte Jahreszeit angeht und sich alles um den Nacken dreht, wenn die Madel ihre Hüften schwingen und die Burschen fangen laut an zu singen. So weit, auf geht's, halt weg.
bisschen, Emil's ein bisschen, bisschen. Sag mal bitte, Chiba, oder was ist der lieber? Schau mir in die Augen, Kleiner, du bist der ganze Feiner. Geht doch auch hier im Studio, ja, oder? Da kann jeder mit, das ist herrlich. Ja, da fängst du an und dann ist der Saal dabei. Was steht heute Abend an? Heute oben nichts mehr. Was? Ja, ich bin heute oben daheim. Ausgefeiert? Und, ja, heute, also gut, ich habe halt morgen geschafft. Ich habe in der Buchbinderei, wo ich arbeite. Ne? Und da habe ich geschafft und dann daher und morgen dann noch wieder zu tun und dann muss ich schon mal heute Abend. Also heute Abend ein bisschen ausruhen und morgen dann? Ja, ja, morgen ist eventuell noch in der Siedlung fast, dann muss ich eventuell hin. Dann ist so, ja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber da wird der Publikumspreis zum Superfastnachtag gesucht. Ah. Und sollte ich den kriegen, dann eventuell sogar noch in die Landesschau. Ah. Aber das sind ganz viele andere noch. Ne? Und, aber das sind halt auch Termine, die man hat. Und dann, mein Chef braucht mich an. Da hat er schon gesagt, hab, sagen Sie mal, wir können die Woche eigentlich schon mal kommen. Ja, aber das ist schon in Ordnung. Der ist also sozusagen, ja, pflegeleicht, ja, und drückt mal ein Auge, ja, zu. Ja, wir sind bloß zu zweit, das ist eine Handbuchbinderei. Und wir sind zu zweit und dann gehe ich auch mal samstags neu, wenn viel ist und die Zeit. Und dann teilen wir uns das alles. Der ist schon lieb, der Hegensberger. Ja, ja. Dann mal schönen Gruß an den Chef und ganz viel, ja, Erfolg. Wir drücken die Daumen für den, ja, Preis. Ja. Wir gucken noch mal kurz auf unsere Fotos, denn die Hessen haben sich auf jeden Fall verkleidet hier bei uns am Rosenmontag. Oh, süß. Der Dominik ist hier. Ach, das ist süß, oder? Ja. Der kleine Harry Potter. Habe ich gerade überlegt, ewig. Gell? Ja. Zauberer. Sehr süß. Und wir haben, glaube ich, noch ein zweites Foto. Oh. Ägypten, das, ja, Ehepaar Seemann der aus Erbach. Schön. Ja, tolle Fotos haben sie uns geschickt. Ganz, ganz vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht, zu gucken, wie unsere Zuschauer so angezogen sind hier in der Sendung. Und jetzt wollen wir natürlich noch mal gucken, was unsere Masken machen. Denn wir haben ja so schön dekoriert und gebacken. Ja. Frau Kronberger, wie sieht's aus? Sind sie alle fertig geworden? Ja, ich komme mal rüber. Ja, unbedingt. Dann kann ich mal zeigen, ich habe noch ein bisschen weiter ausgarniert. Ja. Weil ich habe jetzt auch noch welche mit Augenbrauen gemacht, aber diese hier, die so ein bisschen, ne, die mit mehr Mehl, das ist die, die wir hier in der Sendung gemacht haben. Ja. Haben wir denn genug für unsere ganze, ja, Truppe? Wir haben, ich würde mal sagen, die Herren, haben die wir genug. Holen wir uns auch direkt noch ins Studio, denn wir wollen ja noch ein bisschen speisen. Wir dürfen sofort. Ach, deswegen kommt der neben mich. Ich dachte, das, ja, ist wegen. Einfach zugreifen. Vorsicht, manche Sachen sind noch nicht so fest beim Ankleben. Die sind noch frisch aus dem Ofen. Aber die Bärte, die sind Ihnen sehr gut gelungen. Ja, ne? Ich habe mir die Jungs hier so angeguckt und dachte mir, naja, da kann man auch ein paar Bärte dran machen. Ja, da sind einige Drei-Tage-Bärte, wenn ich jetzt mal so gucke. Da drüben ist schon einer. Ne, hier, da fehlt noch eine. Ich gehe mal rüber. Gut. Okay, hier haben alle. Aber hier drüben noch nicht. Gucken wir da noch mal. So, nach so viel Tanzen muss eine Stärkung dran sein. Ja. So, und wir zwei dürfen natürlich auch. Genau, ich nehme auch. Den nehme ich denn mal. Mir gefällt der. Aber willst du den? Nee, den gefällt mir schon, gut. Ne? Ja, genau, mit dem kleinen Totenschädel. Das, genau, gefällt mir sehr gut. So, ich gebe mal euch noch mal ein Mikro. Was steht noch bei euch an jetzt? Ihr habt jetzt erst das Turnier, ne? Und dann den Rest des Jahres wird weiter getanzt. Da müssen wir uns ausruhen. Ja, das ist verständlich. Nicht vom Tanzen, von den Trainerinnen halten. Kettel, wie ist das bei Ihnen, wenn jetzt die Zeit vorbei ist? Wie kriegt man die rum bis zum nächsten Jahr? Nee, ich habe ja mittlerweile mal ganze Sachen, was ich mache. Comedy-Programm. Ich bin jetzt am 21. Februar, also am Samstag in Frankenthal, Entschuldigung, im THW. Mhm. Theater Alte Werkstatt ist schon ausverkauft. Dann bin ich am 11. März in Ilbesheim, Weingut Brennofen, ist aber auch schon ausverkauft mit meinem Soloprogramm. Und für die Hesse, ich bin in Lambertheim-Hofheim am 15. März. Und da gibt es, glaube ich, noch Karte. Ja, sind doch gute Nachrichten. So, wie kommen unsere Masken an? Das kauen alle sehr ganz lecker. Zufrieden. Sehr lecker. Wenn es still ist, ist es eigentlich immer gut. Ja, das stimmt. Wenn man kauen kann, man nicht so gut sprechen. Und das mit dem Quark ist wirklich so, das ist nämlich nicht so trocken, ne? Nee, ne? Das macht den ganzen Teig saftiger. Und es ist auch nicht ganz so süß. Man braucht nicht so viel Zucker, weil wir es heute ja als Thema hatten. Und dann kann man das
hübsch machen, wie man das möchte. Und wunderbar. Das ist eine kreative Sache auch. Ja, mit Kindern kann man das wunderbar machen und außerdem kann man es dann auch super mitnehmen. Morgen zu den ganzen Umzügen, da braucht man ja auch zwischendurch mal eine Stärkung. Also, das war wunderbar heute. Morgen geht es natürlich mit der hessischen Fasenacht weiter. Dann kommen Hiltrud und Karl-Heinz, die Kultfiguren natürlich. Außerdem gucken wir, was so erlaubt ist im Straßenverkehr. Da muss man ja an der Fasenacht auch ein bisschen aufpassen. Das alles gibt es morgen. In diesem Sinne sage ich, es war eine tolle Sendung. Und jetzt machen wir doch noch mal ein dreifaches Hello! 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 Sehr schön, vielen Dank.